Was geht ab, ihr geilen Säule? Willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Weiter geht's mit der SWAT 556. Schnell ziehen drauf, machen wir wieder und langsam markieren, wie auch bei der MTA und bei der Type 25 das gleiche. Und wieder mal ein Nuke Jacket, damit es ein bisschen schneller vonstatten wieder geht hier. Wegen im normalen Team Deathmatch Modus oder so finden wir ja nichts. Da meinte auch mal jemand, das liegt daran irgendwie, dass ich ein DLC-Package habe. Das glaube ich eher weniger, denn das liegt eher. Das ist glaube ich eher besser, wenn ich ein DLC-Package habe, wegen wenn dann eine DLC-Map gespielt wird, dann werde ich da reingevotet. Reingevotet, sage ich mal, okay. Wenn da halt eine DLC-Map gespielt wird, dann werde ich da reingejoint und wenn da gar keine gespielt wird, dann werde ich trotzdem da reingejoint. Also das ist nicht so, dass das Spiel sagt, hey, ich muss jetzt auf jeden Fall eine DLC-Map spielen. Der sucht halt nach alles, wisst ihr? Genau, also das geht an den Typen, der das mal geschrieben hat, wegen da dachte ich mir, hey, oi. Ich würde es ja verstehen, wenn da irgendwie steht Team Deathmatch nur auf diesen DLC-Maps. Wenn es da irgendwie so eine Auswahl gibt, wie zum Beispiel in Titanfall und wie es auch mal in Call of Duty gab. Vom wegen nur die DLC-Maps da. Aber das gibt's ja gar nicht mehr, diese Auswahl. Oder gibt's die doch? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich habe da jetzt gar keine Ahnung, ob es mal diese Auswahl gab oder nicht. Ich weiß nur eins, dass ich die SWAT absolut scheiße finde. Aber trotzdem spiele ich die wegen Abwechslung, mein Lieber. Wegen ein bisschen Abwechslung. Das muss doch sein. Das muss doch. Das muss doch. Bravo wird gesichert. Bleib bei mir. Tür, mein lieber Freund. Du kannst gehen. Oh, ja, Alter, hat er mich weggefickt, ey. Wir sind in Front. Alter, weißt du, da sind zwei Fotzen vor mir, oder? Und dann sind sie sofort down, Alter, wenn ich rausgesprungen komme, wie so ein Hase. Wie so ein geiler Hase, ey. Kann man da nicht durchfallen, ne? Ist das dein Ernst, ey, weißt du? Ich. Meinetwegen hab jede Noob-Waffe der Welt, ist mir scheißegal, aber wenn, sobald du mit einem C4 ankommst, raste ich aus. Da krieg ich einen Herzkoller. Denn C4 ist für mich das bescheuerste, was es gibt, Kollege. Mann, oh Mann, oh Mann, mit C4 rumeiern, Alter, das gibt's ja nicht, ey. Das gibt's ja nicht. Ja, er hat sich die Kickhelme schon angeguckt, ne? Ja, ja, bestimmt. Und wegen, wo steht er dann? Oh, da steht er. Okay, den rotze ich weg. Wir verlieren Bravo. Ja. Wir verlieren Bravo? Warum verlieren wir Bravo? Was soll denn der Scheiß? Verlieren wir doch gar nicht. Ja, Dead Aim. Dead Aim are awesome. Auf jeden Fall. Wir verlieren Bravo. Was hast du denn die ganze Zeit mit deinem Bravo, ey? Wer nimmt denn die ganze Zeit Bravo hier ein? Ist doch gar nicht. Ist aber ganz schön unhöflich, wenn hier Bravo eingenommen wird. Mein lieber Freund. Und irgendwie komme ich gerade irgendwie überhaupt nicht klar mit der AK, ich weiß nicht. Alter, was für eine Distanz hat die denn, ey? Mann, finde ich ja gar nicht so geil. 9-6 haben wir. Ja. Handgranate geworfen. Taktik Einstieg platziert. Die spielen alle nur mit Sprengstoff, ey. Ganz ehrlich, Raketenwerfer ist das Bescheuerste, was es gibt. Irgendwie spielen seit neuestem sowieso wirklich ein paar Leute recht oft mit einem Raketenwerfer hier. Raketenwerfer bescheuert, C4 bescheuert, ey Mann, alles immer bescheuert unterwegs. Dead Aim! Dead Aim! Dead Aim! Bitte, please! Deinstallier das Game! Alter, warum renne ich... Ganz ehrlich, ich bin so bescheuert manchmal. Ich meine, ich hab so eine scheiß Burstwaffe, ne? Die auf Nahkampf, glaube ich, nicht so ultra-mega-hart geil ist, sag ich mal, ne? Aber ich spring da rein wie so eine Rambo-Mensch. Moment, da oben ist einer. Bei oben ist unser. Oder ist der tot? Der ist, glaube ich, tot. Nix da, Bravo einnehmen! Hätte ich nicht gedacht. Ah, Granate!
Ich werde nur von Sprengstoff gekillt, sag ich doch euch, Leute. C4, Granaten, Raketenwerfer, deine Mutter. Kommt auch manchmal vor, ne? Alter, ich hätte einen Arm einmal nur an und dann ist es vorbei. Dann ist vorbei. Ich mach keinen noch nicht irgendwie meistens. Dann vergesse ich irgendwie immer nachzuaimen. Von wegen, mein Gehirn sagt, oh, reicht. Ich komme nicht klar mit 3-Schusswaffen. Ich hasse es. Ich komme nicht damit klar. Ich kann nicht so gut aimen dafür. Da ist mein Aimen manchmal einfach nur behindert. Manchmal habe ich meine Zeiten, wo ich sage, wow, jetzt treffe ich irgendwie alles, aber dann auf einmal wieder nicht. Zum Beispiel das hier. Das war eigentlich recht gut gehittet die ganze Zeit, aber trotzdem also. Wow, wie sie einfach weiter durch die Wand ist, geil. Durch das Pult durch, ey. Ist ja logisch, ne? Ja, das war, keine Ahnung was. Ach man, was haben wir? Ja, immerhin im Plusbereich, sag ich mal, ne? Besonders mit so einer scheiß Kackwaffe da. Ja, okay, geht ja eh noch weiter. Aber trotzdem. Immerhin noch im Plusbereich gewesen mit so einer Scheißwaffe. What? Nee. Mit 3-Schusswaffen liegen wir null. Der kann die noch. Obwohl die Farmers von ganz früher, von Modern Warfare 2 Zeiten war das, glaube ich, die recht stark war. Mit der konnte ich recht gut spielen. Das ging klar, weil die auch viel Schaden gemacht hat. Die war auch an sich recht geil, keine Ahnung warum, aber mit der SWAT, ich weiß nicht warum, aber irgendwie. Die Farmers wurde ja dann früher irgendwie auch runtergepatcht, glaube ich, irgendwie war das doch so, ne? Ach Mann, ey, wie ist das jetzt so nervig mit der Waffe zu spielen? Ja, Mister, ich hab die geilste Deckung ever und bin der geilste Typ. Warte mal kurz, Kollege. Ich hab jetzt auch die geilste Deckung ever und dann aim ich dich weg, Junge. Guck noch einmal raus, Junge. Ach, dann kommt der Lord vorbei, wisst ihr? Der Lord höchstpersönlich. Da rotzt schon ein paar Leute weg. Da kommt jemand hier entlang. Auch gut. Ist das eine Scheißwaffe? Ich brauche ein Dauerfeuergerät, wo ich einfach nur raufpratzen kann auf jemanden. Guck mal, auf der anderen Seite ist jemand. Der lasse ich auch schon. Hö, was ist denn jetzt los? Mit einem Raketenwerfer wieder. Mann. Das ist, glaube ich, nie mehr, ne? Hätte ich nicht gedacht. Komm, guck. Granate! Charlie wird gesichert. Hey. Was ist denn die? Sind die oben wieder oder was? Sind die jetzt nach oben gekommen oder wie? Hab ich irgendwas verpasst? Guck ihn dir bitte. Guck dir bitte diesen Skill an. Oh. Ey, ich kapier's manchmal echt nicht. Kann man bitte. Alter. Wie kann man bitte mit so einem Scheiß spielen, Alter? Feind ausgeschaltet. Das gibt für mich immer noch wenig Sinn, ey. Wenn man mit so einer Grütze spielen kann, wie C4, Alter. Na los. Ach, weißt du, da killt mich der Typ, den killt mich der Typ, ne? Ich komme an alles vorbei, die ganze Zeit. Aber dein Junge, block mich nicht, sonst raste ich aus, sonst kick ich dich aus der Lobby raus. Weißt du Bescheid? Sonst kick ich dich aus der Lobby raus. Ich habe ja auch die Befugnis, ne? Auf jeden Fall habe ich die Befugnis. Definitiv. Oh, die spawnt da gerade. Junge, block doch nicht! Was machst du mit deinen scheiß Knives, ey? Oh, ich bin der Knifer, ich bin von Rambo höchstpersönlich auserwählt worden mit Knife. Der rennt mir 10 Jahre hinterher, scheinbar, kann das sein? Oh, ich muss den Kill haben mit meiner geilen Shotgun. Ich glaube, das war sogar der Typ in seiner scheiß C4, Alter. Ach, ja, klar, von dieser Distanz finde ich geil. Was die für eine Distanz hat, Mensch, das ist eine richtige Shotgun, ey.
Ja, okay, mit so einem komischen Kugeln da, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Hat man ja auch so eine Distanz, ey. Aber trotzdem. Das ist eine Shotgun, verdammt. Darf ich mit joinen? Bisschen rumballern hier. Ich habe einen gekillt. Immerhin. 29-20. Mann, oh Mann, oh Mann. Und das mit so einer Waffe, ey. Und dann noch Erster, ey. Manchmal kapiere ich selbst nicht die Welt. Einer! Er legt sich hin und dreht sich zu mir. Macht sich auch schon bereit für den Fick für heute Abend, irgendwie, keine Ahnung. Die Mission ist fast erfüllt. Nicht aufgeben. Hey, wohin willst du, Kollege? Nicht weggehen. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir verlieren Alpha. Schon wieder jemand mit einem Raketenwerfer auf mich geschossen, ey. Sowas Gemeines. Ich brauch seine Waffe. Wetten, da kommt jetzt gleich einer. Wetten, 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 wetten. Wetten nicht. Auf den Zeitplan achten. Ja, achte doch auf den Zeitplan, Milo, ja. Ja, der Typ geht mir so hart auf die Eier. Wie kann man denn mit so einer Rotze spielen, Alter? Guck dir doch mal. Das ist der. Oh, ey, ganz ehrlich, er hat eine Shotgun am Start, er hat C4 am Start und er hat einen Raketenwerfer. Das ist der einzige Typ, der mit so einer Scheiße spielt. Darf ich mir mal deine Waffe kurz bauen? Meine ist ein bisschen scheiße. Okay. Wieder unentschieden, Alter. Ich krieg die ganze Zeit unentschieden raus. Im vorigen Part irgendwie war auch wieder da. Guck mal, der. That's skill, Junge! Shotgun, Raketenwerfer und C4. Wirf doch dein C4, Junge. Oh, spielst du mal mit einer normalen Waffe? Oh. Hättest du die doch beide irgendwie wegbomben können mit einem Raketenwerfer oder C4? Oh. Ja, ja, GG. Deine Mutter ist GG im Bett, Junge. Sie grinnt irgendwas, ey. Kriegt sogar 22-28 mit seinen scheiß Noob-Waffen da, ey, am Start, Alter. Ey, sowas regt mich auf, sowas regt mich auf, weißt du? Er hat sich viel, hat einen Raketenwerfer, hat eine Shotgun. Ich glaube, der Typ will ein paar Leute einfach nur trollen, irgendwie. Von wegen, hey, ich mach mir jetzt die geilsten Noob-Sachen rein, oh, das wird lustig. Auf jeden Fall werde ich ab hier erstmal diesen Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Haut rein, Ficker!